Suchtpotenzial hier an meiner Seite. Mensch, einen guten Abend. Ja, super. Herzlich willkommen. Ihr seid ja wirklich schon, ihr seid ja lange schon auf Tour, ohne dass man euch das ansieht. Lasst uns aber natürlich über die Zukunft sprechen. Mhm. Wo seht ihr mich in 5 Jahren? Wenn du so weitermachst oder Kurswechsel? Selbstverständlich, straight ahead. Straight ahead. Yes. In 5 Jahren, denke ich, bist du in deiner wohlverdienten Rente und wir haben deinen Job. Ja. Das könnte euch so passen, ihr Luder. Und da sind wir schon beim Thema. Also es ist wirklich so... Du machst doch nicht mehr lang. Ihr seid ja wirklich... Auf dem Höhepunkt muss man aufhören. Ja. Ja? Es ist an der Zeit, weiterzugeben. Aber dazu habe ich einfach zu viele Höhepunkte. ja, wie soll ich sagen? Ihr seid ja wirklich Spezialistinnen in puncto sexueller Belästigung. Belustigung. Ach, Belustigung. Ja. Ja. Ah, schwieriger, ne? Versprecher. Wo ist da die Gradmesser? Also was ist der Unterschied? Wenn du einen nackten Mann siehst, dann ist es Belustigung. Okay. Nackte Frau kommt dann manchmal, ja, so. Aber ist jetzt der nackte Mann automatisch komisch? Also hast du mal einen gesehen? Naja, also ich meine, ich sag mal. Ja, das ist ja immer die alte Frage. Ja, worauf ist die Frau am meisten neidisch? Ja, mal lang, mal dünn, mal dick, ne? Auf den Bart. Oder den Polunder. Oder den Polunder. Mhm. Also ich finde, der nackte Mann ist, ich sag mal, der Gott. Ist es gerade ein Outing gerade hier, was wir hier live im Fernsehen erleben, Olaf Schubert? Sind wir ehrlich? Outet sich gerade und findet Männer sind gut? Sind wir ehrlich, beim Mann hat der Gott, also den Hoden hätte er sich sparen können. Oder? Ja, oder halt anders. Anders. Ja. Man hätte das doch anders konzipieren können, das ganze Hodensystem. Also das ist doch grundsätzlich keine ansehnliche Geschichte geworden. Das ist also nie. Müsste man sich auch nicht so viel um Verhütung kümmern. Es würde aktuell keinen Designpreis gewinnen, den Red Dot Award oder sowas. Also es würde irgendwie... Es ist nie gut gelöst, das muss man so sagen. Du sprichst jetzt nur für dich wahrscheinlich. Ich spreche für mich. Ja. Also ich bin ja noch einer der wenigen, die Eier haben. So. aber... Wir wollen das jetzt nicht überprüfen. Typisches Kneipengespräch gerade. Ich kenne viele andere, die auch von Hoden betroffen sind. Und ja, es stört. Ne? Es baumelt, es schmutzt. Und, aber gleichzeitig, ja, wie hättet ihr es gelöst? Also man sagt ja auch manchmal, Gott ist weiblich. Wenn ihr jetzt die Schöpferin gewesen wärtet, der himmlische Demiurg, wie hättet ihr das Problem verpackt? Ein bisschen straffer vielleicht. Straffer? Ja. Was Pralleres. Ich finde so auch eine verdörrte Frucht, die lässt du auch im Supermarkt liegen. Die nimmst du nicht mit. Und weniger Haare vielleicht. Weniger Haare? Weniger Haare und ein bisschen praller. Sonst finde ich das voll okay. Aber das muss ich dass du so dran klopfst, wie bei einer Melone, wenn du siehst, dass sie reif ist. Da klopfst du so dran und dann hörst du, ob die reif ist. Ja. Ob man das auch hätte. Aber komm hier, wir werden uns jetzt gerade... Ja, wenn du aber an die Melone klopfst und dir antwortet jemand, dann weißt du, du nimmst die falschen Tabletten. Na, das weißt du auch. Aber ich hätte mir das jetzt eigentlich mitschreiben müssen, wie wir den Hoden besser konzipieren. Ich werde mir das jetzt notieren. Ihr habt die Möglichkeit, auf unsere Showbühne zu gehen. So. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Tatsächlich live on stage, Suchtpotenzial. Sehr gerne. Das haben wir nie geübt. Naja. Hallo Leipzig. Wir freuen uns wirklich sehr, 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 sehr hier zu sein. Wir danken für diese Einladung, denn jetzt nehmen wir mal wir nutzen die TV-Präsenz, um mit Gerüchten aufzuräumen über uns. Ja, es gibt wirklich schlimme Dinge, die Menschen über uns sagen und schreiben, zum Beispiel, dass wir Männerhasserin wären. Schlimmer noch, männerfeindlich, wir wären Feminazis, haben manche geschrieben, mit einer sogenannten Schwanzab-Mentalität. Wow, Schwanzab. Wenn ich das höre, das ärgert mich einfach sowas. Also das stimmt einfach nicht. Schwanzab-Mentalität, so ein Blödsinn. Also bei mir ist das Gegenteil sogar der Fall. Also ich habe eine regelrechte Schwanz-dran-Mentalität. Ist auch zum Beispiel im Privaten schon vorgekommen, dass jemand so vor mir steht und ich sage, okay, für mich sieht es jetzt vielleicht komisch aus, aber lass es dran, das ist dein Körper. It's your body, your choice. Ich rede da niemandem rein. Nee. Also ich kann mich da wirklich von distanzieren. Und ich sage immer, das muss jeder so handhaben, wie er es selbst für richtig hält. Ja, finde ich auch. Manchen steht's, manchen nicht. Ja, das ist...
Man muss auch nicht immer gleich so ein Riesending draus machen. Ne? Genau, ja. Finde ich auch. Ich finde auch generell, also wir haben wirklich gar nichts gegen Männer. Im Gegenteil, wir setzen uns ja für Männerrechte ein. Also nicht für rechte Männer, sondern andersrum. Wir sind gegen die Diskriminierung von Männern. So. Und da gucken, ja, gut. Aber viele... Einige wissen Bescheid. Aber viele gucken fragend, Julia, sie wissen es noch nicht. Wo wird der Mann diskriminiert? Ja, na, weil, weißt du warum? Weil die Mainstream-Medien darüber nicht berichten. Pfui, MDR, ja, pfui. Nee, wir sind jetzt mal hier, um aufzuklären. Also Männer werden ganz stark benachteiligt, und zwar in der Popmusik und vor allem inhaltlich. Genau. Inhaltlich. Überlegt mal, es gibt so viele romantische Liebesballaden, ja, aber nur über Frauen. Ja. Frauen, wo man hinhört, ja? Ja. Jeder Hit, im Grunde, da geht es nur um Frauen, wie toll die sind, wie schön die sind. In der Strophe wird meistens dann beschrieben, wie die Frau aussieht, wie toll die ist, und dann im Refrain kommt dann ihr Vorname und ist meistens der Klarname sogar. Ja, wo ist da der Datenschutz? Ja, ist ein schwieriges Thema. Haben diese Frauen was unterschrieben? Frauen wie Anita, Michelle, Mandy. Alice, die fette Elke. Ja. Joanna, die geile Sau. Ja. Wussten die davon? Und wir sind heute mal hier, um dafür Ausgleich zu sorgen. Wir wollen mal zeigen, dass man auch mal über einen Mann so ein schönes romantisches Lied schreiben kann. Und wir haben mal eins mitgebracht. Julia, ich würde sagen, geh mal in den Helene Fischer-Modus. Dann zeigen wir uns mal von unserer romantischen Seite. Hey, Boy. This song is for you. Du hast so schönes, volles Haar in der Nase und in den Ohren, genau wie auf dem Rücken, das macht mich so an. Dafür hast du auf dem Kopf nur noch leichtes Gepäck. Doch das zeugt von Reife bei einem echten Mann. Dein Bierbauch und dein Raucherhusten zeigen, dass du weißt, wie man lebt. Und Mode interessiert dich nicht, weil du nach Höherem strebst. Klaus-Dieter! Deine karierten Kurzarmhemden bügelt im Negligé. Klaus-Dieter, du bist der Mann meiner Träume. Klaus-Dieter, ich dreh durch, wenn ich dich seh. Klaus-Dieter, bitte, bitte bleib, wie du bist. Nicht, dass du dir noch deinen Rücken rasierst. Klaus-Dieter, wir leben im Jetzt und hier. Iss weiter täglich Currywurst und gönn dir dein Bier. Pinkel weiter am Stehen, lass dich ruhig gehen. Konzentrier dich auf die wirklich wahren Dinge im Leben. Zieh dir Fußballspiele der dritten Liga rein. Engagier dich als Kassenwart im Schützenverein. Du bist der Geilste, so oder so. Auch beim Spiegel online lesen auf dem Klo. Klaus, Nina, lass mich auf die Reine nach hier und nach Höhe. Klaus-Dieter, ich dreh durch, wenn ich dich seh. Klaus-Dieter, wenn du dich bückst, um deine Socken in den Birkenstock-Sandalen hochzuziehen, sieht man ein geiles Bauchdekolleté. Es macht mich ganz rattig. Klaus-Dieter! Du bist der Mann meiner Träume. Klaus-Dieter, ich dreh durch, wenn